Willkommen auch schon wieder zu einer neuen Folge von Force of Nature. Ich bin hier schon im Goblin-Gebiet unterwegs, denn der Küchentisch ist aktuell immer noch mit der Herstellung des Mehls beschäftigt und deswegen vertreiben wir uns in der Zwischenzeit ein bisschen die Zeit mit Goblins kloppen. Ui, da unten ist sogar ein Wildschwein. Dann killen wir das auch noch gleich. Wenn wir schon mal da sind. Da geblieben. Bleibst du hier? Oh Mann, oh Mann. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich bin zu langsam. Das, glaube ich, wird nichts mehr. Ui! Was sehe ich da vorne? Eine Ziege. Das ist ja cool. So, vielleicht kann ich die fangen. Mit ein bisschen Glück. Nee? Bleibst du hier? Oh Mann, das wird wieder nichts. Ui, cool. Küchentisch. Herstellung vollendet. So, bevor wir jetzt aber nach Hause gehen, fangen wir die Ziege. Denn hier ist sie gefangen. Da kann sie nicht weg. Das ist gut. Sehr schön. Wir haben eine Ziege gefangen. Das ist doch cool. Wunderbar. Dann ab nach Hause. Ist hier noch irgendwer? Nee. Hat sich nur so komisch angehört. Und sobald wir zu Hause sind, steigen wir dann auch ein neues Level auf. Da freue ich mich jetzt schon. Auf Level 6. Denn mit jedem neuen Level kommen natürlich auch neue Rezepte hinzu. Und jetzt brauchen wir eigentlich auch nur noch ein Schweinchen. Und dann habe ich hier eigentlich alle Tiere gezähmt soweit, oder? Genau. Normalerweise müssten es dann alle sein. So, du wartest hier. Und wir gehen gleich mal zum Küchentisch. So, nimm alles. Nächster Level. Erhalte Level. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Level erreicht, Level 6. Und wir haben wieder mal neue Aufgaben. Das ist sehr gut. Schauen wir doch gleich mal, was für Aufgaben das sind. 4 Stück. Baue ein Strohbett. Du kannst etwas Energie und Gesundheit durch Schlaf im Strohbett erhalten. Das hört sich gut an. Aber denke daran, während du schläfst, erscheinen neue Monster. Das gefällt mir nicht so gut. Wenn es an Feinden mangelt, schlafe auf einem Strohbett. Während du schläfst, erscheinen neue Feinde im Wald. Okay, wenn die nur im Wald erscheinen, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann geht's ja gerade noch. Ich dachte, die spawnen hier direkt in der Nähe meiner Basis. Aber wenn es so ist, dann können wir uns da sicherlich auch ein Strohbett entsprechend bauen. Hui, baue ein Portal. Benutze Portale, um dich schnell durch die Welt zu bewegen. Ein Portal kann auch als Respawnort verwendet werden. Das ist ja mal cool. Was brauche ich denn hier für den Bau eines Portals? Steine, Asche, Ton und Sand. Geht eigentlich von den Bestandteilen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie ich mir die Asche herstelle, aber alles in allem ist das von den Bestandteilen relativ übersichtlich. Sehr schön. So, was gibt's noch? Stelle einen Bogen und Pfeile her. Das ist selbsterklärend. Zur Herstellung von Pfeilen brauchst du Federn. Diese erhältst du, wenn du einen Hahn fütterst. Ach, wie gut, dass wir den Anton haben.
der uns hier regelmäßig mit Federn versorgt. 5 Stück haben wir schon. Und normalerweise habe ich den ja in der letzten Folge auch noch gefüttert, oder? Ah ja, wer sagt's denn? Dann nehmen wir die doch gleich mal mit, die Federn. Und füttern den Anton auch gleich wieder. Damit ihr hier wieder schön Federn produziert in der Zwischenzeit. Und was haben wir hier noch? In der Force of Nature Stück. Okay. Force of Nature ist ein altes Artefakt, dessen Fragmente überall in der Welt verteilt sind, in Steinen eingeschlossen. Diese Steine werden streng bewacht. Finde alle Stücke und erstelle das legendäre Artefakt. Du wirst einen Kompass für deine Suche benötigen. Ein legendäres Artefakt. Das ist ja mal richtig cool. Sehr schön. Das hört sich doch gut an. Kommt hier noch was? Erzarten. Ah ja, Zinn schaut so aus. Kupfer schaut so aus. Und ja, Eisen kennen wir bereits. Alles klar. Gut. Na, wenn es so ist, dann schauen wir jetzt gleich mal zum Arbeitstisch. Was brauche ich denn für die Herstellung des Kompasses? Oder besser gesagt, für den Bogen. Könnten wir eigentlich auch gleich mal nachsehen. Da braucht man noch Seile. 2 Stück. Okay, dann sammle ich nachher gleich mal Palmwedel. Und wir brauchen natürlich auch noch Pfeile. Ah ja. Die können wir uns doch gleich mal machen. 40 Stück. Perfekt. Und in der Zwischenzeit sammeln wir hier mal fleißig ein paar Palmwedel. So, sehr schön. Nehmen wir gleich mal mit. Ich will hier eigentlich nicht den Palmwedel wegschlagen. Gehen wir lieber hier rüber. Denn ich habe es ja bereits mal erwähnt, ich will hier nicht unbedingt alles gleich platt machen und alles kahl schlagen, denn das schaut ja dann auch nicht mehr hübsch aus bei meiner Basis. Da gehen wir lieber hier rüber, denn da stört es mich nicht, wenn hier ein paar Büsche fehlen. Sehr gut. Weg damit. Weg damit. Wunderbar. Und die zwei hier schlagen wir auch noch gleich, kurz und klein. Denn dann habe ich wieder genügend Palmwedel gesammelt fürs Erste. Nee, halt. Ich habe hier sowieso noch Seile. Na, wenn ich das gewusst hätte. Aber nun gut. Palmwedel kann man immer brauchen. Dann nichts wie zurück zur Basis. Und dann könnte ich eigentlich auch gleich mal nachsehen, was wir uns am Amboss herstellen können. Oder vielleicht auch am Hochofen. Schauen wir einfach mal. Beziehungsweise am Küchentisch. Da könnte ich auch gleich nachsehen. Hui! Kaffee! Ausdauer plus 40 in 15 Sekunden. Das ist gut. Und der Käse? Gesundheit plus 40 in 20 Sekunden. Das ist auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Das ist richtig gut. Perfekt. Schön. So, was gibt's hier noch Schönes? Lagerfeuer. Okay, da können wir noch nichts Neues machen. Am Kohlemeiler sowieso nicht. Am Hochofen. Da können wir uns Glas herstellen. Gut, da brauchen wir Sand, Kohle und glühende Asche. Alles klar. Und hier? Ah ja, stimmt. Da gibt es jetzt die neuen Werkzeuge.
Eisenmesser. Da bräuchten wir aber noch eine Eisenbahn. Dann eine Kupferaxt. Okay, brauchen wir Stöcke und Kupferbahn. Noch eine Kupferspitzhacke. Brauchen wir auch wieder eine Kupferbahn. Und noch eine Schaufel. Alles klar. Na, wenn es so ist, dann gehen wir jetzt gleich mal zu dem Eisenvorkommen hier und holen uns noch ein bisschen Eisenerz, damit wir uns endlich neue Werkzeuge herstellen können. Denn mit neuen Werkzeugen geht natürlich auch das Abbauen entsprechend schneller. Oh weia, jetzt regnet's. Ja, wunderbar. Pass auf, Hühnchen. Hier fallen schwere Steinbrocken raus. Das ist ganz schön gefährlich. Hattest nochmal Glück. Hätte auch anders ausgehen können. Aber ich habe dich ja vorgewarnt. So, zurück zum Hochofen. Rezepte. Eisenbahn. Machen wir uns gleich mal zwei Stück. Und als nächstes machen wir dann Kupferbahn. Denn wir haben ja noch ein paar Kupfermünzen. Und dann können wir uns neues Werkzeug herstellen. So, Steinpfeile. Nehmen wir mit. Und wo haben wir den Bogen? Da haben wir den Bogen. Ah, Stöcke brauche ich noch. Stimmt, da war was. Ganz vergessen. Aber wir haben ja hier noch ein paar Büsche, die wir entsprechend weghauen können. Sodele. Hier noch und hier noch. Das müsste dann eigentlich für den Anfang reichen. 45. Obwohl, wir bauen uns 4 neue Werkzeuge und dann bauen wir uns noch den Bogen. Nee, da sind es immer noch 5 Stöcke zu wenig. Ah ja, jetzt passt's. So, wie schaut's hier aus? Gut schaut's aus. Die Eisenbahnen sind so gut wie fertig. Dann machen wir uns hier gleich noch die Kupferbahn und dann stellen wir uns hier gleich mal eine Schaufel her. Endlich eine Schaufel. Dann brauchen wir hier nicht mehr mit dem Grabstock in der Erde rumstochern. Das ist doch sehr gut. So, hier wollen wir einen Bogen haben. Dauert jetzt auch eine Minute. Und ja, in der Zwischenzeit können wir hier gleich mal wieder die Pfeilchen mitnehmen. Und dann bauen wir ein bisschen Weizen an. Sehr schön. Gut. 70%. Und gleich können wir die Schaufel mitnehmen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier den Grabstock irgendwie verschrotten kann. Geht das? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, dann werfen wir den jetzt einfach mal weg. Denn ich brauche ihn nicht mehr. Und wir nehmen die Schaufel mit. Ah, das ist doch gut. Perfekt. Endlich ein anständiges Werkzeug in der Hand. Wunderbar. So, nehmen wir mit. Und dann stellen wir uns hier als nächstes eine Kupferaxt her. Perfekt. Es wird zusehends besser.
So, den Bogen. Krall machen wir uns auch noch gleich. Und dann ist sowieso schon wieder das Inventar rappelvoll. So, wie machen wir das jetzt? Den Apfel. Den können wir eigentlich gleich mal futtern. Dann ist der weg. Und wie schaut der Bogen aus? Ah ja, klein aber fein. Kann man lassen. Und wie ziele ich an? Mal ein kleiner Testschuss. Nee, so nicht. Auch nicht. Dann muss ich jetzt glatt mal kurz in die Quest rein gucken. Halte die rechte Maustaste gedrückt und lasse sie los, um zu schießen. Okay. Aber mit Rechtsklick tretet mein Charakter hier in der Weltgeschichte rum. Nee, das will ich eigentlich nicht. Vielleicht muss ich da später mal die Steuerung überarbeiten. Das mache ich dann aber, wenn ich offline bin. Ja, wir nehmen jetzt erstmal die Kupferaxt mit. Und die Steinaxt schmeißen wir weg. Und dann stellen wir uns natürlich auch gleich noch eine Kupferspitzhacke her. Wunderbar. So, wie schaut die Kupferaxt aus? Gut schaut sie aus. Das ist doch toll. Sehr schön. Mann, bin ich froh, dass wir hier endlich anständiges Werkzeug haben. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. So, in der Zwischenzeit machen wir uns ein bisschen Fleisch. Und wie schaut es eigentlich hier vorne aus bei dem Wasser? Ah ja, ist auch schon wieder fertig. So, das alles nehmen wir auch mit. Und die Kupferspitzhacke ist auch schon fertig. Das ist doch toll. So, mitnehmen. Und zu guter Letzt stellen wir uns natürlich auch noch ein Eisenmesser her. Sehr schön. Das hätten wir soweit. Ah ja, und die Spitzhacke kann sich auch sehen lassen. So, dann machen wir doch gleich mal einen kleinen Test. Wie schnell geht das Bäume fällen jetzt? Bedeutend schneller. Sehr schön. So, und das Buddeln. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Ja, wunderbar. Das geht ja ruckzuck. Perfekt. Das ist doch super. So, wie viel habe ich jetzt schon gesammelt? Aktuell haben wir gar keinen Ton. Und wenn ich den jetzt mitnehme, dann haben wir 9 Ton innerhalb kürzester Zeit gesammelt. Also das kann sich echt sehen lassen. So, das Eisenmesser. Das nehmen wir jetzt mal mit. Wo brauche ich eigentlich gleich wieder das Eisenmesser? Brauche ich das am Hochofen? Ich glaube schon, oder? Nee, hier brauche ich es nicht. Stimmt, das war nur der Schmelztiegel. Hier brauche ich es auch nicht. Am Arbeitstisch brauche ich das neue Messer. Ziehen wir das da gleich mal rein. Sehr schön. Einwandfrei. So, Weizen nehmen wir noch mit. Und dann sage ich an der Stelle auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Force of Nature. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.